Hey YouTube, hier ist Mimi und heute mache ich nur so ein kleines Vorher, eine Vorheraufnahme. Und zwar ist mal wieder Zeit, meine Ansätze nachzufärben. Die sind schon wieder bis hierhin rausgewachsen. Das ist noch das andere. Das ist immer noch dunkler als die normalen, also der Rest. Benutzen tue ich wieder Garnier Nutriss Farbsensation in 10,1A extra kühles Hellblond, also im Grunde dasselbe wie beim letzten Mal. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das genau mache, dann schaut euch mein Ansatzfärben-Video an. Ich verlinke das unten in der Beschreibung. Das zeige ich euch dieses Mal nicht. Ich mache dieses Mal einfach nur so ein Vorher-Nachher. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ich dieses Mal, ich hatte letztes Mal so ein bisschen Angst beim Ansätze aufhellen. Da stand irgendwie so 20 Minuten, nicht mehr. Und da das Auftragen so lange gedauert hat, habe ich gedacht, dann lass jetzt nicht noch 20 Minuten, sondern zieh ein bisschen Zeit ab. Weil das dauert ziemlich lange, bis man alle Ansätze angemalt hat und dann darunter noch anmalen. Und wie gesagt, das hat ziemlich lange gedauert. Und da habe ich ein bisschen Zeit abgezogen. Jetzt denke ich allerdings, die rechnen das mit Sicherheit ein, dass das lange dauert. Das heißt, ich lasse diesmal wirklich 20 Minuten oder vielleicht sogar ein bisschen länger drin, damit es noch heller wird. Also ich gehe mal davon aus, weil das ist jetzt so ein bisschen dunkler als das hier. Und wenn ich das jetzt ein bisschen länger drin lasse, gehe ich mal davon aus, dass es noch heller wird. Und das kann ja nicht schlecht sein, weil es ist ja im Grunde dunkler, als es sein sollte. Also länger drin lassen, also wird es dann heller. Ihr wisst genau, was ich meine. Da bin ich mir sicher. So, also wie gesagt, das ist nur mal ein Vorher. So sehen die Dinge aus. Kann man mit Sicherheit sehr gut erkennen. Und dann komme ich wieder, wenn ich das gemacht habe. Ich weiß noch nicht, ob ich es heute oder morgen mache. Ich schätze eher morgen, weil ich Haarspray drin habe und ich denke, das soll auf nicht gewaschene Haare. Das heißt, ich werde mir heute Haare waschen und morgen dann das hier auftragen auf die trockenen, nicht gewaschenen Haare. Weil ich denke, das ist nicht so super, wenn da Haarspray drin ist. Ich denke, das funktioniert nicht. Jo, dann zeige ich euch das Ergebnis, wann immer ich es auch gemacht habe. Bis dann, bis gleich. So, da bin ich wieder. Das ist das Ergebnis. Ich finde es sogar besser als beim letzten Mal geworden. Meine Haare sind auch einen ganzen Ticken heller, habe ich jetzt das Gefühl, so wie ich das sehe. Aber ich habe es gemacht so genau wie beim letzten Mal. Nur dass ich halt, das letzte Mal hatte ich ja ein bisschen von der Zeit abgerechnet. Beim Einwirken, nachdem ich die Ansätze gemacht hatte. Diesmal habe ich die Ansätze gemacht und habe 25 Minuten einwirken lassen, genauso wie es in der Beschreibung stand. Danach, also nach der Einwirkzeit, habe ich die Längen ein bisschen nass gemacht und den Rest der Tube, die ich noch übrig hatte, auf die gesamten Haare verteilt, dann mit ein bisschen Wasser in den Händen aufgeschäumt und das alles nochmal schön durchmassiert, damit auch überall was hinkommt, dann einmal durchgekämmt und dann stand man soll nochmal 5 Minuten warten, also 5 Minuten einwirken lassen. Ich glaube, ich habe aber locker 10 Minuten nochmal einwirken lassen, weil ich zwischendurch immer am Spiegel geguckt habe, wie hell der Ansatz ist und dann habe ich halt immer noch ein bisschen länger gemacht. Man sieht schon noch ein bisschen, aber ich finde, es ist ziemlich gut geworden. Und ich denke, wie beim letzten Mal auch, dieses Gelbstichige geht mit ein bisschen Silber-Shampoo nach und nach mit Sicherheit auch wieder weg, wie beim letzten Mal. Ansonsten, jo, habe ich noch irgendwas gemacht? Nee. Also im Grunde, wie ich schon gesagt habe, genauso wie in dem letzten Video, das ich unten verlinken will, falls ihr euch das nochmal angucken wollt. Und noch irgendwas? Nee, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.